God damn it! Hallihallo, Hallöchen, Leute. Was denn? Nix. Nix, sagt er. Ich bin mal vorne zu Besuch. Ja, und, hey. Und der sitzt da gerade und macht Sachen. Und Alter, das ist doch jetzt nicht voll im Weg. Was ist denn los mit dir? Bist du krank? Was ist los mit dir, Mann? Was soll ich machen? Nein, meine Mama. Ich will jetzt ein Auto machen. Mach ich so riesig Balken drüber. Blöd ich so aus. Das ist ja witzig. Ich knall dir gleich meine Tabs ins Bild. Alter, da kannst du das Video wegschmeißen. Bin jetzt bei Wollo zu Besuch. Wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen Spaß. Das ist schon mal ganz, ganz gut. Das ist nämlich gut, weil wir mit Leuten was aufnehmen wollen. Mehr oder weniger Spaß, zumindest lachen wir zumindest. Wir haben Spaß unseres Lebens. Ich bin jetzt hier bei Wollo zu Besuch. Wir machen jetzt ein paar Projekte zusammen. Couch-mäßig, also Couch-Let's Play-mäßig. Und dann gibt es auch noch was hiervon. Geilen Süßkram. Geil. Geil. Geiler Süßkram. Hallo Wollo. Wir nehmen gleich was auf und das solltet ihr auf jeden Fall angucken, das wird cool. Wird cool, wird super. Boah, wird das geil. Boah. So, wir haben jetzt gerade eine kurze Aufnahmepause, nachdem wir glorreiche zwei Projekte aufgenommen haben. In drei Parts. Also, schön kurze Projekte. Ich kann da hier schon mal so einen kleinen Teaser mal machen. Guckt mal, was wir da vielleicht aufgenommen haben. Kirby. Jetzt eine eiskalte Sonne? Alter, eine eiskalte Sonne. Alter. Was hast du denn da Schönes? Ihr habt den geilen Cola-Pick. Kaffee. Ja, komm mal. Anstoßen. So. Wir auf nehmen zwei aufgenommene Projekte. Auf zwei aufgenommene Projekte. Auf geile 30 Minuten Aufnahme. Ey, das sind insgesamt, sind das glaube ich 35 Minuten? Ja. Die wir da haben. Kommt zwei hin. Projekte? Geil. Machen wir erstmal eine Pause, das kennt man ja, ne? Alle Let's Player unter euch, die kennen das. Boah, zwei Projekte aufgenommen, geiler Tag. Aber wir sind sehr zufrieden. Also, wir sind zufrieden bisher, ne? Zufrieden sind wir bisher? Ja, zufrieden. Ihr dürft euch freuen, Projekt Fat Grumps wird super. Schaut's euch an, wenn nicht, dann. Arsche verlecken. Seid ihr scheiße. So, wir haben jetzt schon ein paar Videos fertig. Wir haben jetzt 1, 2, 8. Acht Videos fertig. Wir sind jetzt schon auf dem Schlauch. Wir stehen jetzt schon auf dem Schlauch. Nicht, wie, das ist gelogen. Wir stehen nicht so richtig auf dem Schlauch. Es ist nur die Zeit. Man muss ja auch überlegen, ne? Man hat so viel Zeit. Man will auch nicht alles jetzt schon direkt benutzen. Ne? Das ist so. Ich bin halt nur bis Mittwoch hier. Und Banjo braucht morgen den ganzen Tag. Mindestens. Wir brauchen morgen, ja, wenn wir nicht sogar Mittwoch noch was machen müssen. Wir müssen also morgen 9 Stunden Banjo an. Das schaffen wir nicht. Ah, das wird krass. Das wird hart. Ich glaube, ich komme nächste Woche noch. Das Beste. Oh Mann. Mal gucken, also ich versuche nochmal so schnell wie möglich zu kommen, auf jeden Fall. Weil Banjo dauert 9 Stunden. Rechne ich mal jetzt mit 9 Stunden, ja. Banjo. So. Heute was für mich denn noch machen? Banjo für ihn? Leck mich am Arsch. Easy. Hier geht es hier aber auch auf nichts ein, müsst ihr wissen. Du auch nicht! Jawohl, du hast Nutzung Adventure 2 vorgeschlagen. Ich habe vorgeschlagen auch Mario Bros. Dingens und Wii Sports habe ich vorgeschlagen.
Ja, also du kommst hier mit Sachen an, die wir zeitlich nie im Leben schaffen können. Ocarina of Time. Schaffen wir locker, zeitlich. Das weiß ich nicht. Also wir haben jetzt hier gerade so eine Expertenrunde zu zweit. Wir haben Morgi rausgeschmissen. Nachdem Morgi uns ersetzt hat, beide, ersetzen wir ihn jetzt. Ja, welches haben wir jetzt? Wir haben jetzt Mario Land 1, Wave Race und Kirby Stream Land. Ja, machen wir jetzt Mario Land 2. Oder Mario Bros. 3. Lasst euch überraschen, was das kommt, ne? Ist nicht sicher. Ist nicht sicher. Wäre man mal für mehr Sachen offen, wäre der Shit. Scheiß Nintendo, warum machst du nicht so viele kurze, geile Spiele? Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, wir machen gerade wieder so eine Katalog. Wir haben nichts geschafft in der Zeit. Lasst euch überraschen. Hi. So, jetzt nochmal. Kann man hier nichts filmen? Alles ist geheim. Sieht der Basis. Ist wie so eine geheime Vorratskammer. Weißt du, nichts abzufilmen. Wir frühstücken gerade. Und ich habe ein ganzes. Jetzt ist doch der Wahnsinn, egal was man filmt. Das kannst du nicht filmen. Das kannst du nicht filmen. Das ist ja der Wahnsinn hier. Das stimmt doch gar nicht. Doch, ist es so. So, hier ist der Ton viel besser. Hier ist der Ton viel besser. So, ja. Guckt euch das an hier. Wow. Wir schauen gerade den großen Banjo-Kazooie-Marathon, der höchstwahrscheinlich schon gestartet ist. Es kommt Sonntag das Video. Ja. Mein Gott, wie oft der das noch fragen will. Pingu-Shirt. Aber weißt du was, machen wir das Fenster auf. Machen wir das Fenster auf. Machen wir das geile Fenster auf. Guck mal hier. Oh, hier ein geiles Schwert. Das ist richtig schwer, das Ding. Guck mal, da ist die Nachbarin von mir mit dem Riesenhund. Darf ich die filmen? Ja, der Hund ist riesig. Der Hund ist riesig? Schau das an. Oh. Alter, das ist auch ein Riesen. Ist groß, oder? Ich hoffe, die konnten ihr sehen. Ja, kann ich verstehen. Chen, was geht da? Alles fit? Auf jeden Fall, wir standen im großen Banjo-Kazooie-Marathon, damit war ich heute einkaufen. Ging. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Aber nicht immer. So. Und wie gesagt, wir nehmen jetzt hier noch ein bisschen auf und knechten hier für euch. Aber haben dabei auch geile Capri-Sonne. Und geile Schinken-Käse-Croissant. Und. Von wegen, ich bin der Sonic-Fanboy, ne? Guckt euch das an. Guckt euch das an. So, das war's. Tschüss. So. Wir haben heute 30 Videos aufgenommen. Hast du gehört? Wir haben heute 30 Videos aufgenommen. 30 Videos. 30! 30! 30! Die faulen Typen. Die faulen Typen haben 30 Videos heute gemacht. Von Banjo, Wave Race, Kirby, Mario Land 1, Mario Land 2. Morgen geht noch weiter. Mehr Banjo. Mario Party. Sollen wir mal sagen, wir sind faul. Wir sind nicht faul, oder? Kein Stück. Kein Stück. Wird gut. Und... Süßigkeitenkram. Der Süßigkeitenkram. Scheiß auf Süßigkeiten. Nee. Also, ja, mal gucken, wie wir es machen. Schauen wir mal. Jetzt wird erstmal dick schnabuliert. Jetzt erstmal. Ricky macht da hoffentlich dann im Vlog ein Teddy-Unboxing. Natürlich. Ne? Um den Vlog wenigstens ein bisschen spannend zu gestalten. Eine Maßnahme. So, der Wolle hat mir darum gebeten, hier darüber noch ein Video zu machen über diesen Burger. Das ist der Teddy's Burger, bei dem Wollo und ich das erste Mal, als wir uns auch hier was bestellt haben. Und der wird natürlich direkt schon ganz, ganz anders geliefert, wie man sieht. Auch wenn die Pommes, kann ich mal zeigen, wo sind sie hier? Die Pommes kommen in einen fucking Pizzakarton, aber die sind auch groß. Leck mich am Arsch. So, aber es geht jetzt hier um den Burger. Ich bin übrigens gerade im Hotel, falls ihr euch fragt. Ja, ich schlafe im Hotel, weil es einfach viel, viel angenehmer für uns alle ist. Das ist der Teddy's Burger. Und wir sehen hier schön leckere Soße mit Bacon natürlich drauf. Das ist der Teddy's Bacon Burger. Weil natürlich esse ich einen Bacon Burger, weil ich meine, warum nicht. Und der schmeckt echt gut. Das ist der Wahnsinn. Und das ist der kleinste. Das ist der kleinste Burger. Der große, ne, hat nochmal ein Stück Fleisch einfach drauf und noch ein bisschen größer. Und der andere... Der XXL ist so ein Apparat mit mega viel Fleisch und leckt mich am Arsch, du. Also das ist der helle Wahnsinn. Und der hier ist halt einfach richtig lecker. Kann ich nur empfehlen. Teddy's Burger in Wallenhorst. Richtig gut, richtig lecker. Nice. So, letzter Tag, dritter Tag. Ich sitze jetzt hier gerade an Wolles PC und mache mir jetzt hier gerade geile Thumbnails.
Der Wollert sitzt hinter mir und isst gerade sein Brötchen. Ja, ich habe ihn kaum gesehen, war mal locker. Wollert immer Angst. Brauch er nicht. So, ich mache hier gerade Thumbnails fertig. Wir sind jetzt gerade mit unserem großen Projekt, das ist mit Banjo-Kazooie, sind wir soweit durch für den ganzen Monat. Jetzt machen wir noch gerade Mario Party und den ganzen Kram fertig für heute. Dann fahre ich nach Hause, mache jetzt hier, wie gesagt, gerade meine Thumbnails fertig für meinen Kanal, weil ich Idiot das ja nicht zu Hause gemacht habe. Ich meine, warum auch nicht? Ne, warum mache ich das auch nicht zu Hause? Und, weil ich dumm bin. Und ja, ansonsten, Süßigkeiten machen wir nicht. Ihr habt ja vorhin, also wahrscheinlich hier gerade vor, habt ihr wahrscheinlich das Burger-Pack-Out-Video. Ich habe tatsächlich ein Burger-Pack-Out-Video gemacht. Habe ich natürlich gemacht. Geil. Und werde natürlich sehr, sehr traurig sein, dass ich Wollo gleich verlassen nachher muss. Nicht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wieder zu Hause zu sein und mich dann wieder darum zu kümmern, nicht zu streamen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, schaut bei mir oder Wollo vorbei und schaut euch da die Videos an. Sind super geworden, echt geile Sachen. Besser als manche andere.